to make. Kin ist ein Stück, was für und in Augmented Reality produziert wurde. Das heißt, wir sehen eigentlich durch die Kamera des iPads den Raum, den Realraum, und finden dann digitalen Content, in diesem Fall Avatare. Die machen kleine Bewegungen, man merkt, dass sie leben auf ihre Art, und man ist als Zuschauer aufgefordert, diesen Raum zu explorieren, um die Avatare drumherum zu laufen, vielleicht auch sich zu nähern oder in Abstand mal zu beobachten, was passiert. Es gibt zum einen diese Ausweichbewegungen, die eine Reaktion sind auf die Annäherung des Betrachters. Dann gibt es zum Ende das Gegenteil, also der Avatar folgt der Kamera, der kommt fast unangenehm nah. Ich inszeniere ein Stück und das zeichnen wir auf mit Motion Capturing Systemen. Es gibt ungefähr 1,5 Meter, auf denen man sich bewegen kann, und das funktioniert dann mittels Sensoren, die am Körper angebracht sind und die Bewegungen in 3D-Daten umwandeln. Für das komplette Gesichtstracking muss man extra Aufzeichnungen machen. Alle Sachen müssen zusammengesetzt werden. Und zum Schluss sehen wir 3 Avatare, die so aussehen wie ich. Und das ist schon eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss als Person auch. Also wenn es ein digitales Abbild gibt, wie möchte man, dass damit umgegangen wird? Ja, mit dieser Arbeit stellen wir uns schon auch die Frage, wie kann man mit den zeitgenössischen digitalen Medien umgehen, um die performativ zu verarbeiten. Wenn man das schafft, und ich glaube, da wird noch ganz viel Forschung nötig sein, aber wenn man das schafft, dann eröffnet das völlig neue Welten, um diese verschiedenen Realitäten miteinander zu verweben. Und das finde ich total spannend. Das finde ich, hat wirklich enormes Potenzial auch für den Tanz.